Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ormsee 2. Heute mal auf einer Karte, die ich selbst noch nicht kenne, nämlich Felsheim. Und damit ich nicht mit mir selbst quatschen muss, habe ich mir Verstärkung geholt. Hallo. Ihr könnt selber raten, wer das ist. Falls ihr Man Matthias weiß es geraten nicht, man habt, weiß es nicht. habt ihr einen Preis gewonnen. Aber nur den, dass ihr euch dieses Video angucken dürft. So. Aber auch nur dann. Sonst macht das jetzt Es bitte aus. geht nahtlos weiter mit dem Solaris, aber diesmal habe ich mir den 18-Meter-Wagen genommen, nicht wie auf Dobel den 15-Meter-Wagen. Also schön neueren Gelenkbus. Und wir müssen jetzt mal ein bisschen sputen. Wir haben noch 1 Minute bis zur Abfahrt. Ich muss ja auch noch gucken. Terminus alle Linien ist falsch. Aha. Läuft ja echt bei mir. Fängt auf jeden Fall schon gut an. Ja, ich fahre erstmal zurück. Erstmal ein Stück zurücksetzen, ne? Die Einfahrt dann doch verpasst habe, obwohl ich so genau geguckt habe. So. Dann Tür auf und schildern sollten wir noch. 00100001. Das ist quasi wie für Informatiker gedacht hier. So. Und da kommen unsere Fahrgäste. Aber ich nutze die Chance nochmal, mache die Hilfspfeile nochmal aus. Kurzstrecke für Schüler. Jetzt hier sind faire Preise. 90 Cent ist nur ein fairer Preis für ein Schülerticket. Kann man so stehen lassen, ja. Soll ich noch was kaufen? Nee, dann kann ich ja mal eben den Blinker ausmachen und das Thumbnail schon mal machen. Machen wir gleich zwei. Man weiß ja nie, oben sie ist das ja immer so eine Sache mit F12 drücken. Das wird nicht funktionieren, was ich gemacht Und habe. dann gucke ich nochmal, dass ich mir ein Wetter einstelle, was ein bisschen passt. Eiseskälte. Hoffentlich nicht. Gleich viel heller. Ich habe nicht Sweeterfix ausgemacht. Dann wäre es so hell. Da können wir erstmal ordentlich heizen, glaube ich. Immerhin sind draußen jetzt minus 16 Grad. Läuft bei Omsi. Verstehe ich meine eigene Stimme nicht mehr. Mach mal ein bisschen wärmer manchmal. Minus 16 Grad ist mir dann doch zu wenig. Aber wir machen mal so Minustemperaturen schon. Dann mache ich das wieder aus und dann geht's los. Weil wir haben bitte abfahren. So, vielleicht haben wir jetzt auch Ansagen. Gerade der Bus, der. Also gerade der Bus, ja. Letztes Mal der Bus. Für mich war es halt gerade. Hat halt auch keine Alles Ansagen gut. drin. So, und jetzt muss ich ja gleich gucken, wohin ich denn hier losfahre. Aber ich habe die Hilfspfeile ausgemacht. Ich wollte gerade sagen, hier fehlt ein Hilfspfeil. Nein! Der Idiot hat die Hilfspfeile einfach ausgemacht. Oh, Für Thumbnail hatte ich die halt aus, ne? Bitte abfahren. Ja, ich bin schon unterwegs, da kann ich ja nichts für. Ich habe mir gedacht, wenn ich einmal dabei bin, um sie aufzunehmen, dann nutze ich die Chance und produziere mal ein paar Folgen vor. Dann habe ich nicht den Zeitdruck, sondern kann es ein bisschen entspannter angehen. Das ist so mein Vorhaben zumindest. Ein hehres Ziel. Dein Ziel könnte es mal sein, nicht über die Ansagen drüber zu quatschen. Aber es ist jetzt vorbei. Jetzt kannst du wieder reden. Sehr gut. Da steht noch Felsheim Zopp. Warum hat er dann schon angesagt? Das ist merkwürdig. Zopp, Bob. Seht ihr da drüben die Kälte in Form des Nebels, der hier über dem. Was ist denn gebaut?
Also das Ziel ist, dass ich habe halt die letzten Male immer um sie aufgenommen, wirklich an dem letzten Tag, für den ich noch Folgen hatte. So geht doch auch. Guten Tag. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wo das Problem sein soll. Es führt halt dazu, dass ich dann immer abends spät aufgenommen habe. Komm, fahrt. Hast du irgendwas von meinem Spiel? Nix. Warum sollte ich was von deinem Spiel hören? Ja, weiß ich nicht. Könnte ja sein, dass es zu laut ist. Quatsch. Solange du mit Headset spielst, dann passiert das ja. Naja, das Ding ist halt nur, es hat so ein bisschen nicht ganz GEMA-freie Musik. Ach. Deswegen frage ich schon mal vorher. Wie sie es für Need for Speed halt gehört. Das ist jetzt eine schöne Situation. Also das, da macht das Spiel ja gleich Spaß. Inwiefern? Ja, ich fahre hier gerade eine enge Kurve rechts rein in, so eine, in den Busbahnhof am Hauptpostamt und es kommt ein Kollege entgegen, der da rausgefahren kommt. Das ist auch mal was. Aber wir haben es geschafft. Die KI hat mitgespielt. Ja, ist ja gut. Ich habe ein bisschen härter auf die Bremse gelatscht. Einmal normal. Wird der Bus nicht mehr weiter vorrollt. Jetzt stell dich mal nicht so an. Stell dich mal nicht so an. Mama. Wir sind jetzt übrigens gerade im Sonntagsvideo. Damit du ungefähr einen Plan hast, wo wir sind. Ja, kommt hin. Ich habe 4 Videos halt auf Dobe verbracht und. Oh. Dann passt das. Nächste Haltestelle, Felsheim, Hauptbahnhof. Ah, der Zopf ist ein bisschen außerhalb. Die Polizei ist auch echt dumm gewesen manchmal in diesem Spiel, ne? Jetzt fahre ich gerade der Polizei hinterher, damit die Verfolgung nicht abbricht. Weiß. Darf sie nicht abbrechen in dieser Quest? Ja, warum sollte sie? Ja. Du kannst ja mal Need for Speed Aufnahmen machen. Dringend. Ich meine, ich war schon überrascht genug, dass das Spiel noch funktioniert. Ich meine, das ist das Need for Speed von 05. Okay. Dafür läuft das noch erstaunlich gut. Kann ich gar nicht anders sagen. Jetzt sogar mit dem Patch in 1080p. Ja, dann. Ja, das ist halt zum 2005 noch nicht so nativ unterstützt worden. Zumindest auch nicht in der Auflösung, die ich benutze. Einmal normal, bitte. Da gab es halt noch keine 2560 Mal. War zumindest recht selten eigentlich. Ja, dann. So. Als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, hatte ich auch noch einen Röhrenmonitor. Ich verstehe immer noch nicht, was dagegen spricht, das aufzunehmen. Du hast keinen Bock darauf. Okay. Richtig. Du musst die Karriere ja nochmal neu starten. Mhm. Frag mich in einem Jahr nochmal. Okay. Im Bus jetzt ist 16 Grad. Doch, das ist doch annehmbar.
Wohltemperiert. Wie ein Klavier. Absolut. Nächste Haltestelle, FVB Betriebshof. Es besteht Zugang zum Kundenzentrum. Das ist nett, dass man am Betriebshof Zugang zum Kundenzentrum hat. Das ist weitaus nicht in jeder Stadt so, dass das Kundenzentrum direkt am Betriebshof ist. Das ist auch auf jeden Fall sinnvoll geplant. Ja. Jetzt müssen wir nicht zum Betriebshof rein. Hoppla, habe ich dir deine Spur ein bisschen abgeschnitten? Passiert schon mal. Das heißt hier übrigens nicht Kundencenter, sondern Kundenzentrum. Ja. Eines ist halt Englisch. Hat sich aber durchgesetzt, das so zu nennen. Das stimmt. Ah, da wollte keiner rein oder raus. Ich war welche drin. Ich hoffe doch, ja, habe ich einige. Ja, passt. Das ist eine gute Wahl. Fahrtkarten zu kaufen ist immer besser als Schwarzfahren. Ja, ist doch so. Kann man nichts gegen sagen. Das ist durchaus richtig. Ja. Da ich hier befürchte, ich spiele jetzt wieder den Alleinunterhalter. Das ist verdammt eng hier. Aber möglich auch für einen Gelenkbus. Das ist nett. Hatte Felsheim nicht auch die modernen Hamburger Autos drin in der E-List? Weiß ich doch nicht. Da siehst du doch. Nächste Haltestelle, Bahnstraße. Es haben bei mir wenige bis gar keine Karten. Ja, deswegen, also standardmäßig war es aber, glaube ich, bei der Installation so vorgesehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt. Also, ich gehe jetzt mal eine Änderung erfahren hat. Das haben wir mir ganz wenige Karten, auch die alten Autos drin. Meinte ich. Aber hier parken auch die neuen. 25 mal das gleiche. Ja, echt, die stehen. Also die sind hier sortiert, die Autos, wie sie hier parken. Erst die VWs. Dann. Ein paar Fords waren das, glaube ich, dann. Die Opels, dann die Mercedes, so. Jetzt ist es wieder durcheinander. Ach, fahr doch in die andere Spur, da muss ich mich nicht hinten anstellen. Aber nein. Einigermaßen pünktlich noch unterwegs. Ist doch schön. Was macht ihr denn da? Zwischendurch mal gucken sollen, ob die Spielgeräusche jetzt laut genug sind, aber habe ich nicht. Hast du es schon mal geschafft, dass die in Umsi zu leise waren? Ja. Hui.
Ich habe es auch schon mal oft genug geschafft, dass die Aufnahmen allgemein zu leise waren. Ja gut, das habe ich auch schon geschafft. Ja, und dann kannst du auch auf lauteste Stufe drehen und hörst kaum was. Also musst du schon irgendwie, zumindest bei den Boxen, musst dich dann schon irgendwie ziemlich laut stellen. Ja, aber wichtig ist nur, dass du da beim nächsten Video dran denkst, also dass du dann guckst, dass du sie laut gestellt hast. Und eventuell vorher gegenregelst. Ja, das fällt schon auf, wenn da eine Antwort kommt und irgendwer dir ins Ohr schreit. Im Idealfall, ja. Was sind das für Grafikbugs? Ah, das sind Oberleitungen. Stromleitung, die oben drüber gespannt sind. Oder alte Telefonleitungen, die ein paar Grafikbugs gerade verursachen wollten. Ja, sah ein bisschen merkwürdig aus. Steinweg.